Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Back to School. Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine neue Sprache innerhalb von 3 Monaten lernen. Was in diesem Bereich heute möglich ist, erklärt uns der Neurowissenschaftler Joshua Koberg, der eine eigene Methode entwickelt hat, um Sprachen zu lernen. Bleiben Sie dran! Hallo Joshua, herzlich willkommen. Buongiorno. Buongiorno. Hallo. Ich freue mich sehr. Genau. Danke. Ja, an die alten Methoden kann ich mich noch gut erinnern. Da wurde fleißig gepaukt in der Schule, Konjugations- und Deklinationstabellen auswendig gelernt, Grammatikregeln verinnert, Stunden im Sprachlabor verbracht. Mhm. Es hat irgendwie funktioniert. Aber was heißt der Stand heute? Was gibt es heute für Möglichkeiten, eine Sprache effizient und vor allem auch nachhaltig zu lernen? Das ist wunderbar, weil du hast mir jetzt eine solche Steilvorlage geliefert, die greife ich sofort auf, lieber Rolf. Ja, gerne. Es ist nämlich tatsächlich so, dass alle, also wirklich ausnahmslos, alle Kunden von uns, die ich jemals persönlich gesprochen habe zum Thema Sprachenlernen, darüber berichten, was sie für einen mühsamen Weg hinter sich haben. Und alle erzählen aus ihrer Schulzeit oder später in der Erwachsenenbildung und so weiter. Aber tatsächlich hat fast niemand oder eigentlich genau genommen überhaupt nie jemand zu mir gesagt, wie er als deutscher Muttersprachler Deutsch gelernt hat oder als spanischer Muttersprachler, sondern alle reden von der Zweitsprache, die sie mal versucht haben. Ja. Und das ist für mich unglaublich faszinierend, ja, weil bei mir ging es genauso. Ich bin klassischer Sprachversager. Ja. Also ich hatte in der Schule Englisch, habe das nie richtig gelernt, habe immer gedacht, ich bin zu doof. Ja. Also es liegt an mir, ich bin einfach untalentiert und ich kann keine Sprachen lernen. Und dann kam eine entscheidende Wende in meinem Sprachlernleben. Ja. Ich habe Vera F. Birkenbiel kennengelernt, 1995. Wer war das, Entschuldigung? Vera F. Birkenbiel. Die ist leider nicht so bekannt. Also in der Trainings- und Schulszene und so kennt man sie. Mhm. Ist leider 2011 schon verstorben, muss ich jetzt auch dazu sagen. Und die hat in einem Vortrag was erwähnt, was mein gesamtes Glaubenssystem zum Thema Sprachenlernen auf den Kopf gestellt hat. Sie hat nämlich in dem Vortrag gesagt, dass jeder Mensch, der in seiner Muttersprache flüssig gerade aussprechen kann, auch in der Lage ist, in jeder anderen Sprache zu sprechen. Und das hat mich wirklich massiv zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dann überlegt habe, warum, also Deutsch zum Beispiel war immer mein Lieblingsfach. Ja. Ich habe Deutsch geliebt, war da wirklich ein 1er-2er-Schüler und in Englisch 4er-5er, wenn es mal richtig gut lief, ein 3er, aber sonst eigentlich eher immer wirklich unbefriedigend bis ganz schlecht. Ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, woran könnte es denn liegen, dass ich in Englisch so schlecht war und in Deutsch fand ich mich immer super, außer bei Grammatikregeln. Da hatte ich auch so meine Probleme. Ja. Und die Erklärung ist tatsächlich sehr, sehr simpel. Das habe ich dann in meinem Studium später verstanden. Also ich habe Neurowissenschaft studiert. Und da ist mir dann klar geworden, dass wir eigentlich auf eine völlig wahnsinnige Art und Weise versuchen, Sprachen zu lernen. Das wäre so, wie wenn ich mir ein Auto kaufen würde mit einem super tollen Motor, mit ganz tollen Sitzen und ich würde sagen, das ist der schönste Wagen, den ich je gesehen habe. Und dann hätte ich keinen Schlüssel und würde das Auto immer von A nach B schieben. Ja, so kann man Sprachen lernen nach klassischen Methoden aus dem Blickwinkel eines Neurowissenschaftlers beschreiben. Ja. Wir haben ein unglaublich geniales Gehirn und wir schieben das Ding durch die Gegend. Also es ist eigentlich nicht zu fassen. Und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Genau. Jetzt bin ich gespannt, wie wir da noch mehr heraus, also wirklich was rausholen können. Genau. Da sieht man mal, wie cool unser Gehirn wirklich ist, dass es sogar mit so einer Methode funktioniert zum Teil. Ja. Aber tatsächlich, ich mache es mal wirklich total simpel. Ja. Wie lerne ich denn etwas? Und es gibt nur 2 Möglichkeiten für den Menschen, etwas zu lernen. Entweder eine ganz hohe Emotion oder eine ganz hohe Wiederholungsrate. Im Idealfall beides. Mhm. Ja. Also hohe Emotionen, ein Kind fasst an irgendwas ganz Heißes, ja, verbrennt sich die Hand, es wird nie wieder hinfassen. Mhm. Ja. Andere hohe Emotionen könnte zum Beispiel sein, ich verliebe mich in jemanden. Mhm. Ja. So, und jetzt die Wiederholungsrate. Muttersprache, also ich bin quasi noch im Mutterleib und habe schon ab der 16., 17. Woche einen Höreindruck.
Klingt zwar ein bisschen komisch, alles sehr gedämpft, da gibt es auch Aufnahmen, wo man quasi die Mutter hören kann, was die spricht. Ja, deswegen heißt es auch Muttersprache, weil die Mutter der erste hörbare Eindruck ist und weil Vater nichts zu sagen hat. Das ist natürlich auch noch der Reiz von Spaß. aber diese Muttersprache ist tatsächlich das, was wir als Melodie schon als vorgeburtliches Mini-Wesen schon hören. Ja. So, dann kommen wir zur Welt und was machen wir dann? Wir tun wieder roundabout ein Jahr nur hören. Ja, wir hören und hören und hören. Und irgendwann während dieses Hörens begreifen wir, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel, da gibt es ein total nettes Gesicht, das lächelt uns immer an und dieses Gesicht ist immer bei uns, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Hunger haben, wenn wir uns freuen, ist das Gesicht immer da. Und irgendwann verstehen wir, es gibt einen Audiocode, Mama. Und dieses Gesicht reagiert auf Mama. Also das heißt, wir verknüpfen das und eines der ersten Wörter bei fast allen Kindern ist Mama. Und dann haben wir einen hochemotionalen Lehrkörper, Mama. Wenn die das erste Mal hört, gell? Also die rennt durch die Wohnung, ruft den Mann auf der Arbeit an und die Eltern und die Schwiegereltern, ja, jetzt das erste Mal kam Mama. Ja? So, und das vergleiche ich dann immer gerne zum Thema Emotionen mit dem Englischlehrer, den wir dann in der Schule hatten. Ja? Und dann wird schon klar, was ich mit Emotionen meine. Ja? Also das heißt, wir haben dann einen Englischlehrer, der selber nicht richtig Englisch redet, der mit deutschem Dialekt uns versucht, irgendwas vorzureden und der dann pissig reagiert, wenn wir was Falsches sagen. Eine super Emotion. So, Wiederholungsrate. Ich bin zur Welt gekommen und ich höre und höre und höre. Den ganzen Tag, außer wenn ich schlafe. So, also ich höre. Englisch höre ich einmal in der Woche Freitag 8 Uhr bis 8.45 Uhr. Bis ich nächsten Freitag wieder Englisch höre, oder Spanisch oder Latein oder was auch immer, vergeht so viel Zeit, dass unser Gehirn ist das Organ, das am meisten Energie verbraucht. Ne? Also es ist ganz spannend, wenn wir uns sehr konzentrieren, können wir ganz, ganz viel Kalorien verbrauchen, nur durch Denken. Ja? Und dann haben wir quasi Freitag, läuft das Gehirn so an, man wird mit Englisch konfrontiert und so am Freitagnachmittag merken wir schon, oh, es kommt nichts mehr. Ne? Also da kommen keine Vokabeln mehr. Und spätestens Samstagmittag sagt unser gesamtes Organsystem, also eigentlich kostet uns das alles viel zu viel Energie. Es kommt keine weitere Information, warum soll ich die Energie verbrauchen? Komm, wir machen Haken dahinter. Aha. Und bis nächsten Freitag weiß ich nichts mehr, weil die Wiederholungsrate nicht passt. Ja. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Diese Person macht jetzt 10 Jahre Englischunterricht. Die ist nicht in der Lage, am Flugzeug nach den Koffern zu fragen, wenn sie am Flughafen, ist nicht in der Lage, nach den Koffern zu fragen, weil sie eine totale Hemmung hat, auf Englisch zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie falsch spricht und so. Also richtig schön geprägt. Und diese Person fliegt jetzt nach 10 Jahren Schulunterricht in die USA als Austauschschüler oder Schülerin. Dort landet sie. Jetzt lebt sie in einer Familie, in der sie Englisch sprechen muss, weil sonst gibt es nichts zu essen. Und am dritten Tag in der Highschool trifft sie die Liebe ihres Lebens. Und nach maximal 4 Wochen redet diese Person flüssig in Englisch. Aha. Wiederholungsrate, Emotionen, keine Grammatikregeln, keine Wörter auswendig gelernt. Warum? Weil unser Gehirn nicht auf Grammatikregeln und nicht auf auswendig gelernte Wörter reflektiert, sondern auf Input und Emotion. Aha. Das wäre es eigentlich im Kern der Methode, die ich beschreiben möchte. Also alle Zuschauer müssen sich jetzt jemanden suchen, in den sie sich verlieben können. Ja, ganz genau. Also das waren jetzt wirklich die optimalen Voraussetzungen. Sieht man ja heute auch bei den Kids mit den Social Media, mit ständig am iPad und am iPhone, hat auch positive Aspekte. Wenn man plötzlich sieht, wenn sie da Englisch daherbabbeln und noch in einer perfekten Aussprache eben. Also das ständige Hören hat eben schon seinen Impact hier. Und ja, ich nehme an, du hast ja eine eigene Methode entwickelt. Irgendwie hast du ja wahrscheinlich versucht, diese idealen Voraussetzungen abzubilden oder zu simulieren. Genau.
Ja, gehen wir da ein bisschen in die Tiefe. Genau. Also ich habe einfach auf Teufel komm raus abgekupfert, wie wir als Baby die Sprache gelernt haben. Eigentlich schon. Genau, also ganz simpel, wenn man so möchte. Ja. Wir haben gegenüber dem Baby einen riesigen Vorteil. Also das Baby, das wir mal waren, musste sich ja ein Weltbild erschaffen. Also das Baby zum Beispiel hat irgendwann eine viereckige Kiste mit vier Rädern gesehen und hat dann, wenn es jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich aufgewachsen ist, gab es ein Audiocode Auto. So, also ich musste erst begreifen, diese Kiste da mit den vier Rädern, dieses Ding heißt Auto. Ne? Wenn ich jetzt in Spanien aufgewachsen bin, dann habe ich halt begriffen, dass ey, Coche heißt, in Italien Macchina, in England Car oder wie auch immer. Ne? Also egal, welche Sprache. So, das habe ich dann verstanden. Den Vorteil haben wir. Wir haben jetzt ein fertiges Weltbild. Deswegen können wir in 3 Monaten das erreichen, was ein kleines Kind innerhalb von 4 bis 5 Jahren erreicht. Oder eben jemand in der Volkshochschule in 4 bis 5 Schuljahren. Ne? Ja. Weil wir tatsächlich nur noch verknüpfen müssen. Also ich muss jetzt Auto einfach irgendwie mit El Coche verknüpfen. Ne? Also das ist jetzt quasi meine Aufgabe. Und was wir davor machen, ich habe ein System entwickelt, mit dem man über die Haut hören kann. Ja, klingt sehr spooky. Wir haben auch mal eine eigene Sendung dazu gemacht. Ja. Ja. Und dieses System, das trage ich quasi wie so eine Smartwatch am Arm. Und jetzt muss man sich vorstellen, da ist ein Player drin. Ich habe Kontakt zu meiner Haut. Und während wir beide hier sitzen, laufen hier zum Beispiel, also wenn ich jetzt Spanisch lernen würde, würden hier spanische Lektionen laufen. Das heißt, mein Sprachzentrum würde 8 oder 12 oder 15 Stunden am Tag die ganze Zeit Spanisch hören. Vollgas. Ja? Ohne dass ich es höre. Das heißt, ich kann arbeiten gehen, ich kann Auto fahren, ich kann schlafen, ich kann Fernsehen, ich kann im Internet surfen und nebenbei verarbeitet mein Sprachzentrum die Melodie der spanischen Sprache. Und da muss ich tatsächlich nur noch eines machen. Ich muss das, was ich die ganze Zeit gehört habe, gell, wir erinnern uns, erstes Lebensjahr, hören. Das muss ich jetzt irgendwie ins Bewusstsein kriegen. Und dafür haben wir Sprachkurse, die auch auf einer alten Methode entwickelt worden sind. Und zwar Schliemann, das ist der Entdecker von Troja, Heinrich Schliemann. Der hat vor 200 Jahren mit der Methode Sprachen gelernt. Und zwar ist der hergegangen und hat jeden Satz Wort für Wort übersetzt. Ne? Ich nehme jetzt mal einen englischen Satz, dann machen wir noch einen spanischen auch, aber nehmen wir mal einen englischen, den jeder kennt. Wenn du quasi im Englischen, wir würden uns jetzt treffen und ich würde dich fragen, how do you do? Ne? So, dann würdest du quasi antworten, fine. Ne? So, auf die Art. So, wenn ich das jetzt in der Schule Englisch, im englischen Unterricht in der Schule lerne, dann habe ich, how do you do? Und dann lerne ich, wie geht's dir? So, das Problem ist, ich habe ein abstraktes Konstrukt mit einer abstrakten Übersetzung. Mhm. Was wir machen, das ist am Anfang die ersten 2, 3 Wochen für unsere Teilnehmer immer ein bisschen eigenartig. Wir übersetzen Wort für Wort. Wir schreiben darunter, how do you do, wie tust du tun? Aha. Und dann fragst du dich vielleicht im ersten Moment, was soll denn das? Ne? Ja. Und dann verstehst du aber, wie tust du tun? Geht ja schon in die Richtung, du verstehst es ja sogar, obwohl es komisch klingt. Ne? Und damit habe ich dir jedes Wort einzeln gegeben. Ich habe dir die Grammatik der Sprache gegeben. Und du kannst jedes Wort in einem anderen Kontext wieder einflechten. Aha. Und ja, mit der Grammatik auch gerade verbunden. Ja, ganz genau. Ne? Ja, und damit brauchst du keine einzige Regel. Aha. Und Kunden fragen mich immer, ja, aber man muss doch Grammatikregeln und so lernen. Ja, dann sage ich, brauchen sie nicht. Ja? Grammatikregeln sind knapp 350 Jahre alt. Und davor haben Menschen schon ein paar tausend Jahre gesprochen, ohne Regeln. Ne? Sie haben einfach gesprochen. Und das Interessante ist, wenn ich es jetzt mal vielleicht weniger Spanisch sprechende Zuschauer, nehme ich mal was anderes, hasta la vista. Ne? Wenn ich das übersetze mit auf Wiedersehen, dann verstehe ich auch nichts. Ja? Schreibe ich aber drunter bis die Sicht, dann sage ich bis die Sicht. Ne? Also kann man auch so nehmen, bis wir uns wiedersehen, auf Wiedersehen. Und plötzlich kann ich Vista aber auch verwenden und sagen, hey, ich habe eine schöne Sicht, Vista, auf die Berge. Ne? Also es ist ein total simples Modell, das tatsächlich dafür sorgt, dass ich anfange zu sprechen und zu verstehen davor. Aber ich werde keine Grammatikregeln lernen. Das Gute ist, 99% unserer User
wollen überhaupt keine Grammatikregeln, die können auch keine deutschen Grammatikregeln, inklusive mir. Das heißt, das interessiert uns gar nicht. Ja. Und also ich habe jetzt das 9. Buch übrigens gerade geschrieben, ohne Grammatikregeln. Ja, wieso? Weil ich einen Profi kenne, der nennt sich Lektor, der macht es dann danach. Ne? Das ist genauso, wie ich mein Auto nicht selber auseinanderbaue und wieder zusammenbaue. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich darf damit rumfahren. Ja? So darf ich Englisch sprechen oder Spanisch sprechen, ohne dass ich, und Deutsch sprechen, ohne dass ich Grammatikregeln brauche. Ja, das wäre so die Substanz. Ne? Und in 3 Monaten kommt man auf den Level, dass man sich in einem Land urlaubsmäßig gut unterhalten kann, auf dem Level eines 4- bis 5-Jährigen. Also wir haben zwei, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wir haben 2 Systeme. Einerseits bringen wir die Information über die Haut ins Unbewusste. Und der zweite Prozess ist dann die Verknüpfung. Genau. Wie, also das eine habe ich gesehen, du hast das, das Gerät, das läuft, das hat man schon, ich glaube in den 80er, 90er Jahren versucht sie das mit Tonbandkassetten, die während des Schlafes liefen. Also Ansätze sind schon bekannt, da haben wir jetzt offensichtlich was Effizienteres. Aber wenn die Informationen in meinem Unbewusstsein, in meinem Sprachzentrum angelangt sind, kann ich damit noch nichts anfangen. Genau. Und wie findet denn die Verknüpfung statt? Gute Frage. Mache ich das im Schlaf oder muss ich dann einen Kurs belegen oder irgendwie anders aktiv werden? Nee, das muss man tatsächlich leider aktiv machen, gell? Sonst wäre es ein Nürnberger Trichter. Dann hätten wir unglaubliche wirtschaftliche Erfolge. Ne? So ist es so, dass man noch ein bisschen Disziplin mitbringen muss. Ne? Also wir haben auch Studien dazu gemacht, wir haben das mit Gutachten unterlegt. Also man muss tatsächlich im Idealfall in diesen 3 Monaten 2x pro Tag 10 Minuten aktiv lernen. Das heißt, man hat erstmal eine deutsche Geschichte und diese deutsche Geschichte kriege ich dann danach, wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch lerne, in Englisch und habe dann diese Wort-für-Wort-Untersetzung, Übersetzung drunter stehen. Ne? Und damit verknüpfe ich das sehr schnell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Klassiker, ich möchte Englisch auf Urlaubsniveau lernen, von null weg, brauche ich so zwischen 250 bis 280 Stunden dafür. Mit unserer Methode machst du in diesen 3 Monaten einen aktiven Lernaufwand von ungefähr 40 bis 50 Stunden. Mhm. Also wir reden über etwa 20% plus minus 5%. Ne? Also manche sind nach 30 Stunden fertig, manche nach 60 Stunden. Aber der Witz ist, in diesen 3 Monaten hast du über den NEOS eine Beschallung von mehreren 100 Stunden, also 600 bis 700 Stunden. Das ist dein Auslandsaufenthalt. Also das heißt, dein Unbewusstes hört 600 Stunden Spanisch oder Englisch oder Italienisch und bewusst brauchst du dafür dann nur noch 50 Stunden, um alles das zu aktivieren. Und das ist ein unglaublich cooler Effekt, weil du sprichst relativ frei von dieser deutschen, wie nennt man das, also nicht Dialekt, sondern na, wenn man versucht, als Deutscher Englisch zu sprechen oder Spanisch, hat man ja so komische Dialekte. Mit dem Akzent. Ja, genau, akzentfrei. Ja, ja, ja. Dankeschön, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Gell? Weil du eben 600, 700 Stunden gehört hast. Heißt das, dass ich auch über den gesamten Wortschatz verfüge, aktiv, der mir passiv ins Sprachzentrum überführt wurde? Genau, also wir vermitteln zum Beispiel in den 3 Monaten passiv etwa 3000 Wörter, aber Geschichten mit insgesamt 10.000 Wörtern. Aber wir wiederholen ganz viel. Entschuldigung. Und dieses Übermitteln von 3000 Unique Words führt dazu, dass ich ungefähr 1500 sprechen kann. Ne? Aus der Wiederholungsrate. Und das entspricht ungefähr einem 5-jährigen Muttersprachler vom Volumen her. Ne? Was ich dann im aktiven Wortschatz habe. Genau, was du im aktiven Wortschatz hast, ganz genau. Also du kannst jeden alltäglichen Bedarf, also du kannst Essen bestellen, Hotel, Zimmer, eine Immobilie jetzt zu kaufen und verhandeln, das würde damit noch nicht ausreichen. Mhm. Ne? Aber wir haben dann auch Aufbaukurse natürlich. Das wollte ich gerade fragen. Also es gibt ja dann 2 Möglichkeiten. Wenn ich da mal die Basics drin habe, dann gehe ich ins Ausland und werde mal praktisch aktiv. Mhm. Oder wenn ich das nicht kann oder mich noch nicht sicher fühle, kann ich dann das weiter aufbauen. Also Wortschatz erweitern, weitere Verknüpfungen, komplexere
Dinge. Genau, wir haben dann so Business-Kurse, fortgeschrittenen Kurse, Conversation-Trainings. Ne? Also das ist dann relativ breit aufgestellt, je nachdem, was eben der Bedarf ist. Ne? Also würde ich jetzt nicht machen, wenn ich sage, ich fahre nach Italien in Urlaub, da reicht der Einsteigerbereich völlig. Ne? Mhm. Aber wenn ich natürlich sage, ich überlege, dort vielleicht zu leben, ne? Ist ganz lustig, wir haben zum Beispiel Kunden, seit 10, 12 Jahren auf den Kanaren leben und weil dort so eine krasse deutsche Community ist, sprechen die immer noch nicht Spanisch. Ja. Die haben mit unserem System dann gelernt, obwohl sie eigentlich in Spanien leben. Ne? Weil im Prinzip bräuchte ich das nicht. Wenn ich mich in Spanien mit Spaniern umgeben würde, brauche ich natürlich keine Lernmethode, weil dann würde ich es ja automatisch lernen. Ne? Aber dadurch, dass die halt Deutsche kennen, wird es schwierig. Ja, wahrscheinlich geht es dann auch irgendwie mal ein bisschen verloren, wenn man es nicht braucht. Also genau. Der übliche Effekt. Ich habe da noch eine andere Frage. Wenn ich eine Sprache so schlecht und recht auf die herkömmliche Art oder aus der Praxis im Geschäftsleben so gelernt habe. Ich kann irgendwie Rade brechen, ich kann mich verständigen, ich mache aber auch Fehler einerseits in der Aussprache, in der Grammatik oder verwende vielleicht Wörter falsch. Ja. Wenn ich jetzt die gleiche Sprache, nehmen wir Englisch als Beispiel, auf diese Methode lernen will, stören dann die vorhandenen Fehler, die schon ins System eingebrannt sind, oder kriege ich die wieder raus, werden die übersteuert? Ja. Die kriegst du sogar relativ schnell raus, weil diese Fehler ja entstanden sind aus eigenartigen Verknüpfungen. Ja? Also der Klassiker, ja, I become a girlfriend. Ja? Also wenn man solche Sätze dann hört, ja, also ich werde ein Mädchen, meine Freundin sozusagen. Ne? Wenn man das dann bei uns anschaut, dann hast du einfach den Kontext. Also wir geben dir immer den kompletten Sinn eines Dialoges. Deswegen können solche Fehler gar nicht mehr auftauchen und du überlagerst sie einfach, weil du plötzlich den Kontext überblickst, ne? Und eben nicht komisch verknüpfst mit, also das ist der Klassiker, wenn ich Vokabeln auswendig lerne, ne? Dann lerne ich Tisch, Table, ne? Also das sind die Karten, die wir kennen. Und dann habe ich ja genau genommen aus einer Vokabel, Tisch mache ich Table und setzt die zusammen. Und das Problem, was wir dann gehirntechnisch haben, dann möchte ich jetzt Table sagen und dann muss ich das wieder rückwärts auseinanderziehen. Dann schaue ich das an, denke Tisch, Tisch, Table, Table minus Tisch, Table. Ne? Und das ist ein enorm aufwendiger Prozess, anstatt dass ich das Ding anschaue und zu dem Bild einfach Table da ist. Ne? So wäre eigentlich das gehirngerechte Vorgehen, was du dann bei uns erlebst. Ne? Aha, also das ist kein Hindernisgrund, wenn ich eben in so Sprache schlecht und recht spreche, kann da wirklich wie von Anfang an wieder beginnen und kriege da ein sauberes Sprachrepertoire und entsprechende Verknüpfungen. Und du sparst ja noch Zeit. Also wir haben, das ist ein Klassiker bei uns, wir haben ganz viele Kunden, so 40 plus, ne, die Englisch plötzlich fürs Business brauchen und die eben genau den Level haben, wie du sagst. Ne? Irgendwann mal in der Schule, aber nicht wirklich, ja, so halb. Ne? Und die brauchen halt dann zum Beispiel nur 2 Monate für den Einsteiger-Level und die können dann mit dem Fortgeschrittenen schnell aufsetzen. Dann sind die nach 5 Monaten schon in der Lage, wirklich Business-Conversations zu machen. Ne? Wie verhält sich das mit Sprachen, die wirklich ganz anders tönen? Also extremes Beispiel, ich nehme jetzt Chinesisch. Genau. Mal von der Schrift abgesehen, einfach mal, wie es tönt, wie auch unsere Zungenmuskulatur trainiert sein muss. Wie verhält sich das mit so einer Sprache? Ich habe jetzt auch zum Beispiel businessmäßig in China zu tun oder in Japan und diese Sprachen sind für uns ja ein Buch mit 7 Siegeln, da muss man geboren sein. Mhm. Wie verhält sich das mit diesem System? Also Chinesisch haben wir tatsächlich auch im Angebot als Sprachkurs, ne? Aber mal einfach eine Faustregel, zwischen 3 und 4 Mal so lang einplanen, um so ein Level zu erreichen. Ne? Mhm. Also alleine dadurch, dass wir diese Tonalität oder die Intonation eben über den Neos transportieren, kommst du schneller rein, aber nicht so schnell wie jetzt in Englisch oder Französisch oder Spanisch. Ne? Das muss man ganz klar sagen, weil wie du sagst, es ist so weit weg von uns und auch von der Art, wie wir unsere Muskulatur und unsere Stimmbänder verwenden, dass wir einfach mehr Trainingszeit brauchen. Aber im Vergleich, also jetzt mal nur im direkten Vergleich, wir haben Kunden, die mit unserem Chinesischkurs gestartet haben, die vorher 10 Jahre lang im Unterricht waren und eigentlich nichts sprechen konnten. Ja, und bei uns waren die nach einem halben Jahr so weit, dass die
sie den A1-Kurs schon durchgearbeitet hatten. Also es geht ungleich schneller, weil eben die Wiederholungsrate beim Hören auch hier der Schlüssel ist. Also es geht immer um das ständige Hören. Wie ist das mit dem korrekten Schreiben? Also jetzt im Business, Business Conversation, das ist das eine, auch mich im Alltag da zu behaupten, um nicht zu verhungern. Ja. Wie ist das mit der korrekten Schreibweise? Irgendwo im Business komme ich vielleicht mal in die Situation, wo ich die Wörter korrekt schreiben muss. Das ist ja hier zuerst nicht abgedeckt. Genauso wie das Kind, das kann noch nicht lesen und schreiben. Genau. Es hört, es spricht. Wie bildet ihr diesen Prozess ab? Genau. Das kannst du quasi bei unseren Kursen optional dazu trainieren. Also wir geben es nicht vor. Mhm. Die Basis ist tatsächlich erstmal verstehen. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte auch sprechen, weil wir haben sogar Kunden, die sagen, ich möchte eigentlich nur Fernsehsendungen oder so angucken in der Sprache. Die tun dann noch nicht mal richtig aktiv sprechen. Mhm. Aber ich sage mal, 90% wollen auch sprechen. Die machen dann Sprechtraining dazu, indem sie laut im Chor mit den Muttersprachlern sprechen. Und wenn du schreiben möchtest, haben wir dann dazu spezielle Übungen. Da kannst du dann so Diktate schreiben und so. Also ich zum Beispiel habe auch alle Sprachen immer mit Schreiben, weil ich eben genau diesen Punkt habe. Ich schreibe E-Mails und so weiter. Ja, genau. Da möchte ich Sicherheit haben. Mhm. Aber tatsächlich würde ich mal sagen, das machen wirklich nur 30-40% unserer Kunden. Für die anderen spielt es keine so große Rolle. Und in welchem Zeitrahmen bewegt sich da der Aufwand so prozentual gesehen zum akustischen Prozess? Genau, ungefähr nochmal 20% dazu. Ne? Okay. Also das heißt, wenn du jetzt 50 Stunden für das akustische Training verwendest, dann würden wir empfehlen, Minimum eigentlich 10 bis 15 Stunden fürs Schreiben noch aufzuwenden. Ah. Ne? Aber das geht relativ schnell. Dadurch, also in Chinesisch nicht, muss man auch gleich dazu sagen. Ja, genau. Da arbeiten wir sogar mit 3 Stufen. Das heißt, wir haben Chinesisch für Lernende eigentlich erstmal übersetzt in eine sogenannte Tonschrift. Also das heißt, wir schreiben in unseren Buchstaben die Phonetik sozusagen aus. Ne? Und ich weiß auch tatsächlich im Moment nicht, ob Kunden von uns wirklich die Schriftzeichen bisher gelernt haben. Ja, das ist wirklich ganz was anderes. Aber es ist schon, ich sehe, es ist das, die Möglichkeit da, dass wir uns auch so eine Welt, jetzt überhaupt die asiatischen Sprachen, eröffnen können. Absolut. Heute im Zuge der Globalisierung ein Punkt, den es bestimmt zu berücksichtigen gibt. Es gibt ja in den USA gibt es ja Familien, die stellen chinesische Nannies ein, um ihre Kinder bereits so von Anfang an schon so zu trainieren. Genau. Und wir haben jetzt hier ja auch so eine Methode. Genau. Ja, wo kann ich mich da weiter informieren, um da ein bisschen reinzusehen und mir zu überlegen, ob ich da so einen Sprachkurs machen möchte? Also ich habe ein Webinar vorbereitet, wo ich das wirklich in der Tiefe erkläre. Wer das anschauen möchte, das geht einfach über meinen Namen, josuakoberg.de. Mhm. Dann kommt man automatisch dahin, das ist kostenfrei, kann man sich das Ganze in Ruhe anschauen. Ich stelle auch die Sprachkurse vor, die wir haben, das ganze System inklusive der wissenschaftlichen Grundlagen. Ne? Und natürlich auch über die Webseite von dem Unternehmen, wo man die Produkte kaufen kann. Ne? Das heißt dann COSIS. Aber ich denke, wenn man das Webinar von mir anschaut, kriegt man automatisch alle Links mit dazu. Einfach josuakoberg.de. Super. Herzlichen Dank, liebe Josua, dass du hier warst. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und bis bald. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sprachen lernen, kein Buch mit 7 Siegeln. Vielleicht wagen Sie sich wieder mal dran für einen Urlaub, fürs Geschäft, wie auch immer Sie das einsetzen möchten. Sprachen erweitern die Welt, die Kontakte, mit denen man direkt kommunizieren kann. Versuchen Sie es mal. Weitere Informationen und Kontaktangaben zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich freue mich auf Sie.